Ja, nachdem meine monatliche Manga-Sucht endlich vorüber war, konnte dieser Lesemonat mit einem richtigen Buch starten. Und zwar, sie malte ein Lächeln in unsere Herzen. Ich lese mal, ja, was lese ich denn jetzt vor? Das ist alles ein bisschen lang. Ja. Sie ist erst 5 Jahre alt und weiß doch schon, dass ihr ein aggressiver Gehirntumor nicht mehr viel Zeit auf Erden lassen wird. Aus diesem Grund versteckt die kleine Elena in den letzten Monaten ihres viel zu kurzen Lebens überall im Haus selbstgemalte Liebesnachrichten für ihre Familie. War jetzt nur ein Teil, ist ganz schön viel Text hinten. Also das sind solche von diesen Briefen. Und das hier ist die süße Elena. Und hier in ihrem Kleidchen, was ich schon gezeigt habe. Und wie ich in meiner Lesewoche schon gesagt habe, es war jetzt perfekt für mich, dieses Buch. Ich hatte auch einen Familienkrebsfall und ja, man weiß, man ist nicht alleine. Ich meine, das weiß ich so auch. Aber es war jetzt wirklich, ich kann nicht mehr darüber sagen, wie es war, jetzt wirklich der richtige Augenblick, Zeitpunkt, dieses Buch zu lesen. Ich habe es schon länger auf den Sub hin und her gezogen. Bestimmt schon 4 Jahre. Und ja, ein besseres Buch hätte es nicht geben können in dem Monat, jetzt zu dieser Zeit. Mein Fall ist jetzt schon ein halbes Jahr her, aber trotzdem, ich habe mich noch mal ein bisschen da damit auseinandergesetzt. Es hat mich tief berührt. Besonders das Ende, ich meine, der Anfang war auch schlimm, aber es gab wirklich Seiten, wo man wieder mitlachen konnte und wo es richtig schön war und ja, dann halt das Ende. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich möchte versuchen, den Büchern jetzt, wenn ich es nicht vergesse, auch eine Bewertung zu geben, weil normalerweise, wenn ich sage, ich fand es toll, ich fand es super, dann sind es eigentlich bei mir immer 5 von 5 Sternen und es sind irgendwie fast alle Bücher. Das hier ist aber ein Buch, wo ich sage, nicht benoten kann, weil das eigentlich die engsten Gefühle von den Eltern sind und eine wahre Begebenheit. Es ist nicht irgendwas Geschriebenes und irgendwie geschrieben. Deswegen kann man sowas nicht benoten. Es ist unbenotbar wie eben unbezahlbar. Es ist mitreißend und ja, einfach, ja, keine Ahnung, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Also wie gesagt, da geht es nicht drum, ist der Schreibstil toll, ist die Satzstellung toll. Es war einfach wirklich als Tagebuch gedacht, was dann als Buch veröffentlicht wurde. Ja, das zu diesem Buch von Brookie und Kate, oder wie man es ausspricht, Deserich. Sie malt ein Lächeln in unsere Herzen.